Guck mal, da ungefähr ist Wing Chun. Die Werbung verarscht uns nur noch und Weintrauben schmecken nach Hühnerfleisch und Blaubeeren nach Schweinefleisch. Weiß nicht. Und da will ich jetzt trainieren. Dafür kommen dann Babys mit Hunde und Bikinis. Dann kann ich wohl trainieren besser, weil ich dann mehr Ski habe. Jedenfalls redet die schon mit dem Scheiß. In diesem dunklen Wing Chun Keller, da bin ich doch schon längst rausgekommen, oder nicht? Da hängen die immer noch drin. In ihren dunklen Appartements. Von der Friedenskultur des chinesischen Kampfkunst. Reagiert dann auf mich, damit ich auch mit den massiven uniformierten Kokonverbot kriege, was man gar nicht gibt. Das wird dann bestimmt so nicht. Könnte es wieder, Alter. Ich muss mir von aus der Ordnung zu liegen. Aus Deutschland, ne? Bin auch immer in Deutschland gewesen, noch nie abgehauen. Das ist so eine Zeit, die seit dem Schung, mit dieser Kultur, dass sie zu einem nicken können und einen begaffen können, dass Europas Kultur als dekadent definiert wird. Habe ich noch nie erlebt. 1313 oder so, habe ich noch nie erlebt. Nicht in den 70er, nicht in den 80er, nicht in den 90er. Erst seit diese Beziehung entfernt. Das ist ein einziges Sakrileg. Das ist überhaupt nicht investigativ. Ohne Zynik kriegt man seinen Unterschied nicht mehr emanzipiert. Es gibt auch überhaupt keine Einheit. Außer das Sakrileg. Die Schung hat sich an der Weltentfernung schwer verbrochen. Ja, Büttenredner einstellen, die dann Entfernen lenken. Wo ist denn hier wieder? Wir gucken auch euer dumme Genghis Khan da mit Elvis-Locke. Der kennt mich. Ich kenne hier niemanden. Ich wohne hier schon ewig. Für mich heißt das, dass ich mir einfach einen aussuchen kann. Sobald ich die Uniform oder eine Verfügung habe.
und das Ding tun und die Uniform umläuft, das wundert mich. Extra, weil ich gerade gesagt habe, ich kann mich nicht mehr. Was ist denn das? Das ist ja einer, hört, was ich sage, und dann passiert genau das, was ich gerade gesagt habe, das Gegenteil. Zu meiner Besserung. Ist das Darmagnifik? Woher wissen wir das? Dass das da mal gefiept ist, weil wir da mitgemacht haben. Kommen wir den mal richtig mit den Kneipzangen auf die Spur, ne? Alles nur, weil ich in so christlichen Land so ein esoterischer Idiot bin, ne? Dadurch ist das alles möglich und beglaubigt, ne? Ist jetzt überhaupt noch irgendeinen aus meiner Gegend, der mich heimlich von seinem Bruder im Plastik träumt, außer ich. Wenn ich jetzt mich rehabilitieren kann, ne? Ich bin jetzt kein Sattel mehr, habe jetzt eine Wohnung. Und wenn ich jetzt noch entsprechende Papiere kriege, dann stelle ich mich aus mit den entsprechenden Mitteln. Ich hole mir eine Fahrkarte und fahre in dein Dschungelbuchhof und besuche dich. Und zwar nicht so projektiv wie früher, so investigativ, so medial förderlich, rein medial zynisch. Abgrund der eben gesagten Fehler, die ich mir alle aufschreiben werde, die dir unter die Nase reiben werde mit einer Kneifzange. Also das kommt auch vom Fu, dass man da bei jemandem stehen kann, um ihn damit zu belästigen. Das werde ich dann verwenden. Und ich habe Angst vor diesen Polen und Russen, die hier in Massen in jedem Dorf sind und nicht in meinem. Das ist jetzt dein 100. Neujahr, auch von Wing Chun oder was? Also du siehst mich. Du hast gelernt, das was man sieht, das stirbt man von. Ist so Wing Chun, ja? Hast du das gelernt? Ja, dann stirbt. Habt ihr das gesagt? Ich gehe jetzt auf Internet und dann stehe ich auch so und mache auch so eine Mickey Maus mit Mütze und dann bist du erledigt, Alter.